Hallo, liebe Zuschauer, hier wieder in der Swiss Mountain Klinik Küche. An meiner Seite, wie immer, die liebe Georgia. Hallo. Und ich bin Friederike. Und heute, liebe Zuschauer, möchten wir gerne, ja, Ihnen mal zeigen, was man mit der Avocado noch so alles machen kann. Denn ich kenne Guacamole, ich kenne dieses, unser klassisches, weißt du, dieses süße Avocado-Mousse, was ihr manchmal macht. Avocado-Schokolademousse, ja. Genau, ne? Oder einfach mit Banane. Mhm. Aber man kann Avocado frittieren, man kann Pesto machen. Man kann Avocado grillieren. Wahnsinn. Weißt du? Genau, ja, genau. Das sagte ich. Oder frittieren, grillieren, was genau. Und genau das wollen wir Ihnen heute mal zeigen und dieser besonderen Frucht einmal unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Und Georgia berichtet uns nun, was wir kochen. Wir werden heute drei wunderbare Rezepte machen. Die erste, es ist Avocado-Spachteln, kann man so sagen? Spalten. Spalten, frittiert. Und mit einer Knoblauchsoße aus veganem Joghurt. Und dann haben wir eine Avocado-Pesto für die Pasta. Mhm. Und Pasta? Wir haben hier was, das ist so rote Pasta. Was ist das für eine Pasta? Rote Linsen. Ah, also komplett glutenfrei, wie immer. Genau, ja. Und in Bio-Qualität. Sehr eiweißreich, okay. Bio sowieso immer. Ja, immer. Alles. Alles, was ihr seht, es ist Bio. 100% Bio. Und als dritte eine Avocado-Suppe, aber warm, nicht kalt. Also nicht, wie man quasi im Sommer diese kalten Suppen macht. Genau. Da bin ich gespannt. Und ich sehe hier Käse. Ja. Wir reiben das oben drauf und dann es wird im Ofen gratiniert. Oh, da bin ich wirklich gespannt, ja, liebe Zuschauer. Und an der Avocado, die ja eigentlich die fettigste Frucht ist, die wir so haben und die voller positiver, guter Inhaltsstoffe steckt, insbesondere Antioxidantien, gerade das Vitamin E, was wirklich in hoher Konzentration enthalten ist. Anhand der Avocado wollen wir einmal oder nochmal über die Radikalbelastung sprechen, der wir heutzutage alle ausgesetzt sind. Und Radikale sind wichtig, gerade für unser Immunsystem, um Keime zu bekämpfen, abzutöten, zu eliminieren. Aber eine zu hohe Anzahl an freien Radikalen in Ihrem Körper kann ganz schön viel Schaden anrichten. Und deswegen ist es wichtig, viele Antioxidantien über die Ernährung zu sich zu nehmen. Und wir beginnen mit dem ersten Rezept. Ja, also ich lese die Zutaten, weil wir haben so viel Sache hier. So kann ich genau sein. Ich kann es sehen. Und was wir für die erste Rezept brauchen, sind 3 Avocado, 100 Gramm Reismehl, 150 Milliliter Hafermilch. Dann brauchen wir 2 Esslöffel Hefeflocken. Ach, das ist der vegane Käseersatz, ne? Ja. Das gibt auch diesen würzigen Geschmack. Ja. Salz, Cayenne, Pfeffer und glutenfrei Paniermehl. Ah, glutenfreies Paniermehl. Okay. Man könnte doch für das... Also das muss man ja nicht kaufen, das kann man auch selber machen, indem Natürlich, man zum Beispiel sein Brot einfach trocknen lässt und dann zerbröselt. Ja. Hier ist unser Mixer, im Hochleistungsmixer. Oder, genau, ja. Okay. Das kann man zu Hause machen. Okay, das heißt, wir machen jetzt die Avocado-Spalten. Ja, aber zuerst machen wir so einen Teig, dass die Avocado-Spalten werden in den Teig getaucht und dann paniert und dann frittiert. Okay. Also für den Teig eben Hafermilch. Komplett vegan, dieses Rezept. Soll ich rühren? Ja, gerne. Wir fangen mal an mit wenig. Ist das jetzt so eine... Jede Mehl ist anders. Mhm. Wir sind genau mit dem Rezept, aber es könnte passieren, kommt darauf an, welche Mehl, welche Reismehl benutzen wir. Also ein bisschen schauen, ein bisschen auf die Konsistenz aufpassen. Cayennepfeffer ist sehr, sehr scharf. Also ganz, ganz wenig. Da haben wir uns in einem Rezept mal vergriffen. Uff, ich sag Ihnen, das hat uns ordentlich eingeheizt hier in der Küche. Darf ich das rühren? Sehr gerne. Mit dem Schneebesen? Wenn es funktioniert. Wie sollte denn die Konsistenz sein? Klebrig. Nicht zu dick, weil sonst noch ein bisschen, würde ich sagen. Okay, also schon so teigartig. Ja. So vielleicht wie Eierkuchenteig? Genau. Crêpe-Eierkuchenteig? Okay. Einfach sehr so, gut, dass es auch gut anhaftet, ja, oder?
Ich kann Ihnen sagen, dieses Rezept im Vorfeld der Sendung, ich bin dahin geschmolzen. Sorry, Entschuldigung. Und währenddessen Georgia die Avocado in Spalten schneidet. Die Gefahr ist ja wirklich bei freien Radikalen, dass sie Zellstrukturen oder auch DNA natürlich schädigen. Und wer ganz, ganz anfällig ist für diese Radikale, das sind unsere Zellmembranen. Ne? Das Gehirn der Zelle eigentlich, wie man auch sagt. Und die Radikale tun quasi die Zellmembran schädigen. Und dann kann man im Labor sehen, das sind denn die sogenannten Lipidperoxide, die erhöht messbar sind. Nicht jedes Labor macht das, aber die Labore, mit denen wir zusammenarbeiten, tun das. Ein großes Schweizer Labor macht das auch. Also vielleicht einfach mal Ihren Hausarzt fragen, ob er das messen kann. Denn dann können Sie sehen, ob Ihre Zellmembranen quasi diesen oxidativen Schäden ausgesetzt sind. Und das Vitamin E in der Avocado wirkt dem entgegen. Fertig. Ich habe ein Stück gegessen, weil es kaputt war. Okay. Die sind wirklich schön reif. Wie sieht man denn, dass eine Avocado reif ist, Georgia? Wir müssen das Avocado anfassen und schauen. Es muss nicht so hart sein, aber nicht so weich. Mhm. Schwierig zu sagen. Wir müssen ein bisschen Gefühl haben. Ich weiß nicht, wie das erklären. Aber wenn wir eine gute Qualität kaufen, wenn ein bisschen teuer ist, in der Regel es funktioniert. Ja. Bei der Avocado ist ja so, liegt weite Strecken zurück. Muss man sich auch fragen, ob man sie jeden Tag verzehren sollte. Es ist ja keine Frucht, die bei uns wächst. Auf der anderen Seite ist sie einfach so gesund, dass es sich lohnen würde, eine Avocado pro Tag zu essen. Ich liebe Avocado. Danke, Jo. Ich auch. Auch nur mit ein bisschen Salz und Olivenöl. Aufs Brot. Aufs Brot. Viele nehmen sich Avocado auch einfach als Zwischenmahlzeit, weil das ihnen die nötige Energie gibt. Sie ist sättigend. Sie wollen kein irgendwie schnell was Süßes essen, was dann sich wieder negativ auf den Blutzucker auswirkt. Also so eine Avocado in der Handtasche oder einfach im Schulrucksack zu haben, ist wunderbar. Okay. Also, jetzt, ich brauche Handschuhe. Okay, was darf ich machen? Jetzt schauen wir. In einem Moment kannst du die Soße vorbereiten, okay. Dann erkläre ich dir. Ich habe jetzt Kokosöl erhitzt. Mhm. Man kann gerne auch Gel benutzen. Ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger, ne? Weil du hast da eine große Menge in der Pfanne. Kokosöl ist ja sehr, sehr teuer. Mhm. Aber das kann man wieder benutzen. Ja. Wir benutzen das auch mehreres Mal, einfach nicht mit Fisch zum Beispiel, aber wenn wir nur Gemüse frittieren, das kann man wieder benutzen. Okay. Durch die mittelkettigen Fettsäuren im Kokosöl bilden sich einfach nicht diese schädlichen Transfette, denn die wiederum würden Radikale auslösen. Liebe Zuschauer, und das ist ganz, ganz wichtig für Sie zu wissen, wenn Sie wirklich frittieren und ultrahoch erhitzen, wie hoch gehen wir hier? 180. Genau, also das ist schon wirklich hoch. Dann nutzen Sie Kokosöl oder verwenden Sie Ghee. Ghee ist aus dem Ayurveda und ist geklärte Butter. Das heißt, können Sie ganz einfach selbst zubereiten und ist auch nicht teuer. Und kann man auch immer wieder verwenden dann, oder? Das Ghee? Oder macht man? Okay. Ja, das kann man mehreres Mal. Das heißt, wir tauchen die Avocado hier in den Reisteig. Ja, nicht zu viel, weil sonst es wird auch zu... Ja. Und tunken Sie dann nochmal in das Paniermehl. Ja. Mhm. Schön. Ich kann dir wirklich auch helfen. Okay. Ja, wenn du... Dann haben wir die Avocado-Spalten und dann sehe ich für den Dip Knoblauch, Sesammus, Tahini. Oder wie heißt es? Ja, nochmal? Sehr gut. Tahini. Tahini, Tahini. Knoblauch, Mandeljoghurt. Okay. Halt komplett vegan. Was ja auch ganz wichtig ist für die Entgiftung, dass man immer, oder auch als Radikalschutz, muss man immer an unser Glutathion-Enzymsystem denken. Kann man auch messen im Labor.
Können Sie gut entgiften oder sind Sie da aktuell sehr, sehr schwach? Wie arbeiten die Enzyme? Und im Sesammus, also in dem Tahini, ist ganz viel Methionin, schwefelhaltige Aminosäure, wichtig für das Glutathion-Enzym. Das Öl ist noch nicht ganz heiß. Okay. Noch kurz. Und dann machen wir währenddessen vielleicht die Soße. Ja. Okay, sehr gute gerne. Idee. Wir können alles zusammen mischen. Mhm. Das einzige Sache, das wir machen müssen, ist Knoblauch hacken. Okay. Knoblauch hat genauso viele Schwefelverbindungen. Ganz, ganz wichtig. Was haben wir hier noch? Kräuter, gehackte Kräuter. Okay, da können Sie gerne beliebig variieren, denke ich mir, oder Georgia? Ja. Und gerne auch in Hülle und Fülle verwenden. Was ist das? Ist Apfelessig, nicht alles, nur ein bisschen für die Säure. Für die Säure. Mhm. Tahini-Paste. Das Sesammus, wie du sagtest, hat auch ganz viel Kalzium. Das heißt, wenn Sie keine Milch trinken wollen, als Kalziumquelle. Das war ein Witz, das soll man ja nicht. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass die Milch nicht das wichtige Kalzium enthält, was sie für ihre Knochengesundheit brauchen. Aber das befindet sich im Sesam. Und es gibt ja auch dieses schöne Gomasio-Sesamsalz. Ja, das machen wir auch ja, hier in der Swiss Health Clinic. Eine hervorragende Quelle, um sie wirklich mit Mineralien, insbesondere Kalzium, zu versorgen. Kornblumen sind das ja, jetzt. Wir personalisieren immer unsere Rezepte und wir haben so viele schöne Blumen und Kräuter im und Garten. Und gerade die dunklen Farben, erinnere dich, Georgia, haben viele, viele Antioxidantien. Also ja. Wirklich sekundäre Pflanzenstoffe, die essentiell sind, um Radikale abzufangen. Und unsere Nahrung heutzutage ist leider wirklich sehr, sehr arm an diesen Stoffen. Die Avocadospalten sind bereit. Mhm. Okay, das heißt, wie lange sind die jetzt da drin? Eine Minute. Okay, also das heißt, sie dürfen, ich guck mal, die sind jetzt vielleicht so ganz, ganz leicht gebräunt. Ja. Mhm. Das heißt, der Zuschauer, der lernt heute eigentlich, wie er Avocado auch mal warm genießen kann. Wusstest ja. du das? Hast du das vorher schon gemacht, bevor wir ja, die Sendung? Ja, habe ich gemacht, aber nicht so oft. Okay. Weil es ist nicht so verbreitet, ne? Genau, ja. Wie hacke ich jetzt den Knoblauch? Einfach, ja, dünn. Okay. Wenn es geht. Ein, zwei Knoblauchzehen am Tag. Habe ich Ihnen schon oft erklärt. Stärken Ihr Immunsystem, fördern Ihre Entgiftungsleistung und geben einen unangenehmen Geruch, aber das sollte Sie nicht stören. Der gesundheitliche Vorteil überwiegt. Okay. Das ist eine Warum, ganz kurz nur, warum ja. verwende ich nicht eigentlich hier eine Knoblauchpresse? Das wäre doch viel einfacher, Georgia. Weißt du wieso? Nee. Weil wir in der Küche keine Knoblauchpresse haben. Okay. Alles klar. Aber das ist eine gute Idee, vielleicht für die nächste Sendung. Wir könnten eine das? Kaufen. Macht man das nicht in der Großküche, Knoblauch? Oder ist das einfach hier bei uns, dass also ihr das nicht gewöhnt seid? Wir Küche, also wir machen das kurz mit das Messer pressen und dann kurz hacken. Und das dauert wirklich nicht zu viel. Und deswegen sind wir ein bisschen so... Ich bin natürlich jetzt nicht so der... Nein, du hast das super gemacht. Ich habe jetzt vergessen zu zerdrücken, was ich von euch schon so gelernt habe. Ist kein Problem. Okay. Es duftet trotzdem. Schön, ja. Also alternativ könnte man hier auch, wenn Sie jetzt besondere Gäste haben und sagen, oh, das ist ein ganz leckerer Appetizer und zu diesen Avocado-Spalten würde sich auch vielleicht eine Mayonnaise anbieten, könnte ich mir gut vorstellen, dann verweisen wir auf unsere Barbecue-Sendung, wo wir diese hervorragende Mayonnaise hergestellt haben, aus wenigen Zutaten, garantiert selbstgemacht und gesund, was man sich ja kaum vorstellen kann. Das ist eine super Apero auch. Okay. Also Vorspeise oder auch nur Snack, wenn wir Gäste zu Hause haben, mhm. zum Beispiel. Das kann man schon vorher machen und dann kurz im Ofen wärmen. Das ist auch eine Idee. Okay.
Okay. Das heißt, unser erstes Rezept ist pronto, sagt man auf Italienisch? Pronta, ja. Pronta, pronta, das Rezept. Okay, und jetzt? Und jetzt Avocado Pesto mit Linsenpasta. Okay, die Linsenpasta haben wir schon gesehen. Mhm. Ja. Und für das Pesto? Und das habe ich auch schon gekocht, weil wir haben nicht so viel Zeit. Deswegen. Schau mal die Farbe, wie sich die verändert. Okay. Ja, das ist aber das Rot, das heißt auch die Linse hat viele Antioxidantien. Ja, und für das Pesto, wir brauchen einen Mixer. Und es ist sehr einfach. Alles rein. Alles rein, Avocado. Ein bisschen Zwiebel, Knoblauch. Ein bisschen Zitrone wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. Auch für die Farbe, weil das Avocado wird leider immer ein bisschen dunkel. Und mit Zitrone blockieren wir diese Die Oxidation. Genau. Zitrone ist ja außerdem sehr basisch, unterstützt die Leber, hilft, dass Nährstoffe wie Eiweiße, Kalzium, Eisen besser aufgenommen werden können. Und ein anderer Tipp, der mir hier gerade einfällt, den hat mir eine Freundin gesagt, ist, wenn du Guacamole machst oder irgendwie etwas mit Avocado oder jetzt hier unser Pesto, dann tust du einfach den Stein mit reinlegen. Ja, das ist wahr. Und es oxidiert nicht, wenn du jetzt keine Zitrone hast. Das hilft viel, das ist wahr. Kann Ihnen nicht erklären, warum, aber... Ich auch nicht, aber macht man. Ja, das funktioniert. Oder was wir oft falsch machen, wenn wir zum Beispiel eine Guacamole machen, das sollte wirklich gut bedeckt sein. Okay. Weil weniger Luft, weniger, Cambiamento di colore, wie heißt... Ja. Hier rein? Das Farbewechsel weniger, ja. Gut bedeckt mit was? Mit Frischhaltefolie. Ach so, oder abgedeckt meinst du? Abgedeckt, also. Okay. Es gibt ja auch hier diese Alternativ, da muss man nicht Plastik verwenden. Diese Bienenwachstücher, die ich zu Hause habe. Die? Bienenwachstücher. Kennst du die nicht? Ah ja, habe ich schon die gehört. Die gibt es in einem gut sortierten Bioladen und die kann man sich wirklich kaufen. Die sind hervorragend. Die muss man nur abwaschen mit warmem Wasser, einfach abdecken und so hat man immer wieder etwas Wiederverwertbares und nicht diesen ganzen Plastikmüll. Okay, Georgia, was darf ich noch tun? Jetzt Knoblauch. Knoblauch rein, einfach so, einfach nicht gepresst, nicht geschnitten. Wie viel? Ein, zwei? Wie du das magst. Ne, ich mag's ja gerne. Also dann zwei. Und dann ein bisschen Salz auch dazugeben. Aber meine Söhne sagen immer, bäh, Mama, du hast schon wieder Knoblauch gegessen. Und dann drehen sie sich um. Ja, es ist normal. Also mich stört das nicht, wenn einer nach Knoblauch riecht. Aber wahrscheinlich die Kleinen. Okay, also... Wir haben Salz, Zitrone. Ja, Knoblauch. So, okay, ist eigentlich so ein bisschen wie eine Guacamole. Ja. Mhm. Zwiebel. Ja. Ein bisschen Olivenöl. Mhm. Ein bisschen. Olivenöl hat auch ganz viel Vitamin E. Und natürlich, gerade wenn das Olivenöl so ein bisschen bitter schmeckt, wenn man schon fast denkt, oh, ist es unangenehm, das kratzt so, dann hat es besonders viele sekundäre Pflanzenstoffe, also Antioxidantien. Und Sie sollten es mehr in Ihrer Küche verwenden. Okay. Und öfter. Alles mixen. Alles mixen. Der rote Pfeffer ist für die Deko. Ja, und genau. Und die Tomaten? Auch. Ach so, okay. Dann bin ich der Mixer, liebe Zuschauer. Es geht los. Wir haben hier jetzt gar keine Nüsse oder so drin, das kenne ich noch vom Pesto. Aber mit Avocado brauchen wir nicht, weil die Konsistenz wird sowieso schon cremig. Und es wir ist haben auch das Koriander fett. Vergessen. Zu fett, ja. Wenn wir dann noch Nüsse und dann hat der ein oder andere vielleicht wirklich Verdauungsprobleme, weil ziemlich viele Menschen sind heutzutage schwach auf der Galle und der Leber. Koriander, ganz wichtig für die Entgiftung. Kann man auch, wenn Saison ist, sich wirklich kaufen und dann Pesto vorbereiten. Und lagern und immer mal wieder verwenden. Wunderschön. Also das zweite Gericht ist jetzt schon fast bereit für Sie.
Von Georgia. Ich bin wirklich begeistert. Auch diese Farbenpracht. Super, eine schöne. Mache ich? Ja. Machst du? Ein Löffel. Ich wollte meinen Löffel mir noch mal klauen. Normalerweise haben wir immer so Löffel, die fehlen heute zum Probieren. Ja, sind hinten. Mhm, habe ich gesehen. Lecker. Geil. Wahnsinn. Also wirklich ganz toll. Getrocknete Tomaten obendrauf, ein bisschen rosa Pfeffer und ist fertig. Wenn Sie nicht wissen, was Sie im Sommer vielleicht mal eben auf die Schnelle zubereiten sollen oder einfach, wenn Sie Lust haben, Pasta mit Avocado-Pesto. Und unsere Suppe. Ja, jetzt können wir wechseln. Gern. Ich schneide die Gemüse. Mhm. Was kommt in die Suppe alles rein? Ich sehe Zucchini. Ja, Schalotten. Mhm. Kräuter. Warum Zeterfine. Schalotten, keine Zwiebeln? Sind die ein bisschen milder, ja, oder? Ein bisschen, ja. Und ich wollte einmal etwas anderes benutzen. Okay. Und die Tränen auch nicht so in den Augen, glaube ich. Ja, das ist wahr, zum Glück. Mhm. Okay, wir können das Topf leicht wärmen. Mhm. Kommt oder noch ein bisschen Öl rein oder bleibt es jetzt einfach so? Ein bisschen Öl. Ich habe das vorbereitet, aber fehlt. Kein Problem. Okay. Hier das ist die Spontanität und Flexibilität, die man sich in einer Fernsehsendung bewahren muss. Und für die Suppe geben wir jetzt... Es ist auf Maximum? Ja. Es ist auf Maximum, genau. Perfekt. Die Zucchini, wie lange dauert das so, wenn der Zuschauer diese Suppe vorbereitet? Also für die Vorbereitung ein paar Minuten und dann es muss natürlich ein bisschen kochen. Okay. Nicht das Avocado, aber die Zucchini, dann würde ich sagen 15 Minuten. Mhm. Aber wir haben das schon vorbereitet. Okay. So können wir das zeigen. Eine Zucchini... Viele sagen, es ist ein unspektakuläres Gemüse, aber ich habe es noch ganz gern, weil es, ja, auch wenn es aromatische Zucchini sind, viele Bitterstoffe hat, die sehr gut für die Leber sind. Es hat viele Faserstoffe und man kann sie sehr gut auch, wir haben mal eine Sendung gemacht mit Zucchini zum Abnehmen, oder war das Aubergine? Ich erinnere mich nicht, Zucchini. Aber auf jeden Fall mit entweder Zucchini oder Aubergine. Sie sehen, wir haben schon so viele Sendungen gemacht. Ja. Und mit diesem Sommergemüse, wenn man mehrfach dazu greift, kann man auch wirklich gut die Funde purzeln lassen. Und hier wird es jetzt warm. Wir kochen die Zucchini. Was kommt jetzt hinzu? Avocado. Okay. Und dann Senf. Mhm. Also das einfach so grob geschnitten. Okay. Auch der Senf ist natürlich nicht nur gut für die Verdauung, sondern ist auch wirklich unterstützend bei der Entgiftung durch seine zahlreichen Senfglykoside, seine ätherischen Öle. Und Avocado jetzt hier mit in die Suppe und dann gebraten, das ist ja wirklich, also hier mit angedünstet, ist ja sehr interessant. Senf. Wie viel Senf ist das denn jetzt, Georgia? Ein Esslöffel ungefähr. Ein Esslöffel, also nicht alles. Ein Esslöffel für eine Suppe für 4 Personen als Vorspeise oder 2? Wahrscheinlich eher für 2. Ja. Okay. Wenn wir kleine Schälchen machen, auch für 4. Aber in unseren Rezepten steht auch immer, für wie viele Personen? Ja. Basilikum. Und sagen wir noch einmal, wo Sie unsere Rezepte... Einfach suchen. Gerne bei Kurs24 unter Downloads können Sie all unsere Rezepte finden. Und in Zukunft wird es auch ein Kochbuch geben. Wir sind dran, es geht aber einfach nicht so schnell. Und hier Basilikum nochmal, hat Mangan, hat Kupfer, ganz wichtig, um Sauerstoffradikale zu neutralisieren. Also für die Enzyme, die dies tun. Ja. Ein wunderbares Kraut. Mit Hühnersuppe ablöschen. Okay. Und dann kochen lassen. Wunderbar. Wie lange muss das kochen? 15 Minuten ungefähr. 15 Minuten, okay. Wir haben das schon vorbereitet. Tada! Wir sehen hier,
Genau. Das, ja, was du vorbereitet hast. Genau. Ich habe das auch schon gemixt, in eine kleine Schale gegeben. Schafkäse gerieben. Oben gerieben, genau. Und das im Ofen bei unter 90 Grad ungefähr 5 Minuten gratiniert. Und das wird so aussehen. Da bin ich immer gespannt. Wahnsinn. Georgia. Avocadosuppe gratiniert mit Käse. Ja. Das kennt man doch. Wie heißt noch dieser französische, der da in Lyon sein Sternerestaurant hat? Der hat doch auch die Fischsuppe gratiniert. Ah ja? Oh. Wie heißt er denn noch, dieser Sterne? Ich komme jetzt auch nicht drauf. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir sind hier in der Star-Küche mit Star-Köchin Georgia Tessaro in der Swiss Mountain Clinic. Und ich glaube, liebe Zuschauer, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Dieses hoch antioxidantienhaltige Gericht, so, also dreierlei Gerichte eigentlich, verwöhnt sie zu jeder Tageszeit und sie haben damit garantiert einen Radikalfänger und einfach nur Freude. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Nachbereiten und schalten Sie wieder ein. Und guten Appetit. Guten Appetit.